Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei GameTesticular.de. Hier ist euer Raphael und ich habe heute einen weiteren Part von NHL 15 für euch. Und ja, letztes Spiel haben wir verloren. Ihr wolltet noch ein paar Trades. Österreicher wollt ihr. Ihr wollt viele, viele Österreicher. Gucken viele Österreicher zu, glaube ich. Kann das sein? Ich glaube. Weil deutsche Trades wurden noch nicht gefordert. Aber da haben wir auch schon, glaube ich, fast alle. Da haben wir ja bei unseren Pittsburgh Penguins schon sehr viele Deutsche. Marcel Gotsch, dann Christian Ehrhoff natürlich. Haben wir, glaube ich, auch noch einen Torwart, Goalkeeper, der Deutscher ist. Finde ich interessant. Dann bauen wir uns hier ein deutschsprachiges Team zusammen, oder wie darf ich das verstehen? Ich habe nur leider gerade den Namen vergessen, deswegen stellen wir das einmal zurück mit den Trades. Ich habe auch eine Frage an euch. Die Trades, kann man die immer vornehmen? Die ganze Saison über, oder gibt es da... Naja, anscheinend kann man hier immer Trades vorschlagen. Das finde ich schon mal interessant. Wir können jetzt zum Beispiel mal Scouting machen. Da könnten wir mal ein anderes Land auswählen. Vielleicht Deutschland. Da haben wir ja die DEL. Da sehen wir es ja. DEL beobachtet 0, Präzision B. Da könnten wir ja zum Beispiel mal schauen. Wir suchen in der DEL mal nach Verteidigern. Und das Ganze... 2 Wochen lang. Und ja, schauen wir einfach mal. Vielleicht finden wir ja was. Deutsche Eishockey-Liga. Hier sehen wir schon die ersten Spieler, glaube ich, direkt. Alle Talente in der Region anzeigen. Andreas Schwarz sehen wir. Wir haben auch einen neuen Deutschen jetzt in der NHL ab diesem Jahr. Ich glaube, der ist hier in diesem Spiel noch nicht drin. Wird wahrscheinlich nachgepatcht irgendwie, oder doch? Es geht um Leon Dreiseitel, heißt er, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Kann man hier nach Namen suchen. Den fand ich nämlich sehr, sehr interessant. Sowas wäre cooler. Den kannst du wahrscheinlich erst scouten, wenn der auch bei seinem Team dann gespielt hat. Weil nach Namen können wir hier, glaube ich, nicht suchen. Wie gesagt, Leon Dreiseitel heißt er, glaube ich. Er spielt bei den Edmonton Oilers. Das weiß ich auch noch. Das habe ich mir gemerkt. Wir können ja mal schauen. Wo finden wir denn hier was? Was hier denn los? So, hier, R2, Buffalo, Boston, die Oilers suchen wir, da haben wir sie. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir da Leon Dreiseitel finden. Tatsache, da ist er. Der ist ein sehr, sehr vielversprechendes Talent, da haben wir ihn. Ich finde, wir sollten ihn wirklich mal verpflichten, wenn es wirklich geht. Ich hoffe, ihr habt da jetzt nichts dagegen. Fände ich auf jeden Fall cool. 1,83 Meter, 95 Kilo schwer. 19 Jahre alt, diese Saison erst gekommen. In die NHL. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall cool, wenn wir so einen verpflichten könnten. Ist natürlich von der Stärke her gesehen jetzt nicht so stark. Das ist ganz klar. Dafür könnten wir ja. Meinst du, das nehmen die an hier? Na. Der spielt auch in der Minor League. Nicht so schlimm. Wenn wir ihn auch noch machen hier. Na, da sieht das mau aus. Da müssen wir schon irgendwas hinblättern noch. Wir können ja sagen, wir übernehmen hier für Leon Dreiseitel noch Gehalt. Ach nee. Die sind sowieso über der Gehaltsgrenze, wären die dann. Oh, wir können hier gar kein Gehalt mehr einbehalten. Nee, können wir nicht. Das ist natürlich bitter. Hier können wir was machen. Damit wären sie immer noch nicht ganz drinne. Aber hey, da müssen wir den Spieler hier definitiv erstmal entfernen. Und schauen wir mal, ob wir hier noch irgendeinen hinkriegen, irgendeinen vernünftigen. 81er. Das sprengt natürlich alles deren Gehaltsbudget. Das ist das Schlechte. Hier können wir noch was machen. Maximal 50% dürfen wir einbehalten des Gehalts. Und dann liegen die immer noch über 1 Million drüber. Dann liegen die immer noch über 1 Million drüber. Na, bitter. Wir nehmen einfach noch einen mit.
Irgendwas um 1 Million. Wir schauen mal, ob wir noch was finden können. 19 Jahre alt auch. Na, nicht so gut. 21 Jahre. Das ist natürlich jetzt hier schlecht. Kann man hier einen Trades oder so? Draft Picks kann man hier anbieten. Das ist jetzt zwar bitter, wenn wir so einen Draft Pick da reinhauen, aber das würde natürlich unsere Chancen doch auch erhöhen. Und wie gesagt, ich will eigentlich Leon Dreiseitel bekommen. So, wir brauchen jetzt hier irgendwas. Wie viel Gehaltsbudget haben die? Jetzt sind die gerade so drinne. Wenn wir hier noch einen Pick hinzufügen. 2,16er, den 1er. Den 2er von 2,16. Vielleicht haben wir da. Trade abgelehnt. Ah. War auf was geworfen? Wo nach Edmonton gerade sucht. Versuch es doch lieber an einem anderen Tag. Jo. Freundchen. So nicht. Die haben noch 800.000, die sie ausgeben können. Pass auf. Wir sind ja nicht so asozial. 800.000. Trade akzeptiert. So, jetzt haben wir Leon Dreiseitel. Jetzt haben wir zwei, ja, nicht ganz so schlechte Draftpicks dafür leider hergegeben. Aber das ist natürlich auch ein Riesentalent. Auf jeden Fall finde ich gar nicht so schlecht. Das finde ich eine coole Sache. Ich hoffe ihr auch. Nicht, dass ihr jetzt sagt, ah, was ist das denn schon wieder für eine Scheiße? ich hoffe, ihr findet das genauso gut. Ne, wir brauchen eigentlich keine Hilfe bei Verwaltung der Reihen. Startkader. Sieht natürlich hier alles nicht so prall aus. Wir gucken mal eben hier nach Leon Dreiseitel. Welche Position war denn noch gleich? Angriff, Verteidigung. Ah, Christian Ehrhoff haben wir hier. Boah, wir gehen nochmal auf unser Team irgendwo. Bin gerade so ein bisschen planlos, ehrlich gesagt. Aber das seht ihr wahrscheinlich auch. gehen wir mal hier rauf. Hier sehen wir es. Dreiseitel ist, glaube ich, noch gar nicht da. Kann das sein? Oder ist der im irgendwo anders bei uns? Leon Dreiseitel, wo haben wir ihn? Nee, hier ist er auch nicht. Ah, doch? War da was? Nee. Drasenovic. Das ist natürlich was anderes. So, in der NHL. Na, wo ist er denn? Ist hier nicht? Das ist aber traurig. Leon, wo bist du? Vielleicht müssen wir auch erstmal einmal weitergehen. Torhüter, Rookie-Feldspieler haben wir keine. Rookie-Torhüter haben wir auch keine. So, wir gehen einfach mal weiter. Ich glaube, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Leon Dreiseitel, wie gesagt, finde ich extrem cool. 19 Jahre, das größte deutsche Eishockey-Talent derzeit. Und das ist auf jeden Fall vielversprechend. Und schön, dass wir auch sowas wieder in unseren Reihen haben. Ich habe mir kurz die diesjährigen Rookies angesehen. Ich denke, es wird ein guter Draft. Sehr schön. So, Minnesota. Jetzt haben wir das nächste Spiel gegen die Minnesota Wilds. Steht an. Nachdem wir hier schon 10 Minuten rumgelabert haben. Ein Unding ist das ja, ne? Ich hoffe, das nervt euch nicht. Aber ihr wollt das ja auch immer sehen. Deswegen ist das an sich hoffentlich nicht allzu schlimm. Verletzungsbericht, Fortschrittsberichte. Nee. So, jetzt gucken wir hier mal.
in der Offensive, ob wir da irgendwie jetzt mal Leon Dreiseitel finden können. 72er Overall Rating, den finden wir hier nicht. Das ist das Problem, den finden wir hier nicht. Wo können wir hier in die Reserve schauen? Das ist nämlich der Trick. Hier steht auch in die Reserve verschieben. Und da verschieben wir mal einen hin. Hier Chorne. So, jetzt haben wir Reservisten. Können wir irgendwo uns die Reserve anschauen? Na, Spieler aufstellen. Okay, das ist komisch. Ich finde Leon Dreiseitel nicht und auf unsere Miner-Teams kann ich irgendwie gerade nicht zugreifen. Das ist das Ärgerliche. Vielleicht habe ich hier einen kapitalen Fehler. Müsstet ihr mir auf jeden Fall Bescheid geben, wenn ihr wisst, warum hier so ein bisschen das nicht so ist, wie man sich das eigentlich vorstellt. Ah, finde ich hier ganz cool gemacht. Die Reihen haben Fehler. Ah, okay. Das ist schon mal gut, dass wir hier was angezeigt bekommen. Der Startkader hat Fehler. Nur wo? Chris Adams. Oh, oh, oh. So, jetzt haben wir die besten Reihen gemacht. So, fertig. Und jetzt gehen wir einfach mal ins Spiel. Ich hoffe, ich habe eure Geduld nicht allzu lang strapaziert. Im nächsten Spiel versuchen wir dann noch im nächsten Part dann die Österreicher zu traden, die ihr euch gerne gewünscht habt. Wir starten jetzt ins Spiel und hoffen, dass wir gegen die Minnesota Wild gewinnen können. Wäre auf jeden Fall schon mal für uns auch nicht schlecht, definitiv. Und ich würde sagen, jetzt starten wir rein und dann sehen wir uns gleich in der Arena wieder. So, da sind wir schon im XL Energy Center. Ihr seht das hier, die Pittsburgh Penguins gegen die Minnesota Wild. Und unser Ziel ist es klar, hier zu gewinnen. Beim letzten Mal leider verloren, das letzte Spiel. Und heute muss das wieder anders aussehen. Sehr schön, direkt hier den Puck erobert. So, Sidney Crosby. Oh, aufstehen, schade. Schade, schade, Crosby kriegt den Puck da nicht unter Kontrolle. Und jetzt der erste Schuss der Minnesota Wild und das ist direkt das Tor. Das kann nicht wahr sein. Wie beim letzten Spiel ungefähr. Ein Schuss, der dann sofort reinging. Gut gemacht. Aber auch hier gut verteidigt von uns. Und ja, das war abseits. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt gibt es hier schon den ersten Kampf. Scuderi gegen Brodin. So, und wir verpassen ihm hier erstmal ordentlich. Und ich würde sagen, es sieht derzeit ganz gut aus für uns. Wenn wir ihm noch eine reinhauen. Jawohl, haben wir gewonnen hier, sehr schön. Bringt natürlich was. Ja, und da geht er jetzt vom Feld, zurecht. Zurecht geht er da vom Feld. Hier sehen wir den Kampf nochmal in der Wiederholung. Bam. So, dann war hier erstmal Schluss. Jonas Brodin. Rob Scuderi. So, weiter geht's nach der kurzen Unterbrechung. Da hätten wir vielleicht nicht so früh Druck machen sollen bereits. Boah, da hatten wir Glück, dass der mit dem Puck da nicht rangekommen ist. Da hatten wir wirklich richtig Glück. Jetzt wieder gute Aktion und nächsten Kampf hier. Was ist denn hier los? Ich glaube, im letzten Spiel hatten wir gar keinen Kampf. Und hier hauen wir uns schon gegenseitig richtig die Dinge. Oh, das ist ein bitterer Kampf. Das ist bitter.
Der nächste, der auf dem Boden liegt hier von Minnesota. Das geht aber richtig schnell heute. Wenn das so weitergeht, haben wir sie alle verprügelt, bevor das Spiel zu Ende ist. So, und jetzt, sehr schön. Wie schwach war das denn bitte? Oh Mann, wie schwach war das denn bitte? Wir laufen allein auf den Goalie zu und verkacken so grandios hier. Auch das abseits leider, schade. Aber rechts war, glaube ich, noch ein Spieler von uns auch auf dem Feld. Good job on that draw at center. Let's see how they recoil. Near the boards. Nice job, straight stand up poke check. So, Verteidigung muss stabil stehen. Dass sie den Puck hier nicht aufs Tor kriegen, aber das ist so einfach. Da ist der Verteidiger weg und jetzt machen sie hier das 2:0. Marcel Gotsch jetzt vorne beim Bulli und er gewinnt ihn. So, Puck wieder verloren. Unfassbar, das machen die gut hier, die Minnesota Wild. Ganz schwach eigentlich vom Torhüter gespielt, Marcel Gotsch. Und da ist er drin, sehr schön. Der Deutsche hier zum 1:2 Anschlusstreffer. Sehr schön von Marcel Gotsch. Kann man besser nicht machen. Gut verwandelt. So, jetzt Vane, Crosby und Hornqvist vorne. Wieder die erste Reihe. Crosby, wie gesagt, auch laut vieler von euch, der beste Spieler der NHL. So, da ist er, Sidney Crosby. Am Puck, schade. Puck verloren, Vanek. Da verliert er den Schläger. Oh, da fasst er, nimmt er ihn direkt wieder hoch. Glück. Wirklich richtig Glück gehabt. Ah, knapp. Der Schuss vorbei. Und auch hier wieder. In der Theorie gut. Schade. Wir kriegen den Puck da diesmal nicht rein. So, jetzt müssen wir aufpassen wegen Abseits. Ja, jetzt haben wir den Puck verloren, schade. Aber wir konnten da jetzt auch schneller nicht rein. Oh, gut eigentlich gemacht. Nein! Das gibt's nicht. Wir kriegen den Puck hier nicht über die Linie. So, jetzt hauen sie ihn weg. Damit das erste Drittel ist jetzt vorbei. Oh, oh, oh. Hier ist ordentlich was drin in dem Spiel. Hier ist ordentlich was drin. Wieder Vane, Crosby und Hornqvist. Oh, semmelt er ihn drüber. Thomas Vanek. Mann, drei Angreifer da vorne. Und keiner kriegt den Puck über die Linie. So, Sidney Crosby. Gut gehalten vom Goalie. Gibt wieder den nächsten Bulli. Diesmal keine Schlägerei hier. Nein! Und auch hier der Goalie. Gut zur Stelle und hat den Puck. Taken up near the boards by Dupuis.
Das gibt es nicht. Powerplay, 2 Minuten für die Minnesota Wild. Malkin sieht so aus, müsste Malkin raus. Zweitbester Stürmer unseres Teams. Ja, leider. Torhüterbehinderung. Malkin muss raus. Es läuft eigentlich gar nicht so schlecht in diesem Spiel für uns. Aber es geht natürlich immer noch mehr. Vor allen Dingen liegen wir immer noch hinten. Oh, gute Chance wieder für die Minnesota Wild. Und der Keeper. Was macht denn der Goalie? Was macht denn der Goalie? Hab ich den mal wieder gesteuert? Ich weiß selber nicht wieso. Der war, guckt euch das mal an, wo der steht. Und dann läuft der Vollidiot weg. Oh, 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 oh. 1:3 jetzt. Mehr als ärgerlich. Nach unserem letzten Sieg. Ja, ich will den Keeper nicht haben. Hallo, der Goalie soll weg. Danke. Hatte ich schon wieder den Goalie gehabt. Malkin. Icing dürfte das nicht sein. Ach, wir haben sogar den Puck noch. Dann ist sowieso kein Icing. So, gegen die Wand. Oh, sehr schön. Kunis macht das gut, fällt hin. Abseitswarnung jetzt natürlich dann bei uns war es, glaube ich, noch. So, Adams. Ja, wir spielen schon ein bisschen mehr Pässe auf jeden Fall da. In der gegnerischen Hälfte, auch wenn das immer noch nicht so ist, wie es vielleicht sein sollte. Das gibt's nicht. Wir kriegen den Puck nicht über die Linie. Oh, oh, oh. Gut verteidigt. Marcel Gotsch, das wäre es gewesen, wenn er hier wieder den Anschlusstreffer erzielt hätte. Oh, oh, oh. Jetzt haben wir verloren. Ja, das kannst du nicht verteidigen. Das kannst du leider nicht mehr verteidigen. Und jetzt sieht das schon wieder so bitter aus hier. Nach dem Spiel gegen die LA Kings, wo wir grandios mit 1:5 gewonnen haben, lief bei uns nahezu nichts mehr zusammen. So, abseits, schade. 9:4 Bullies für Minnesota. 10:4 jetzt. Wir kriegen den Puck nicht über die Linie. Das ist einfach. Das ist ein Gesetz. So, vor geht's. Abseitswarnung brauchen wir nicht hin. War sehr unpräzise gespielt und das war auch abseits, aber diesmal von Minnesota. Und böse. Nein, das wäre es nochmal gewesen. Schade, nein. Keine Chance hier noch ein Tor zu erzielen im zweiten Drittel hier. Und jetzt können wir nur darauf hoffen, dass wir im letzten Drittel hier einen richtigen Leistungsschub bekommen. Ansonsten wird das hier die nächste bittere Klatsche geben. Und das wäre mehr als ärgerlich. In letzter Zeit eigentlich sehr selbstbewusst gewesen. Das ist gerade dabei, wieder so ein bisschen zu schwinden.
Crosby auf Vanek. Thomas Vanek, schade. Oh, schöner Pass. Abseitswarnung, müssen wir jetzt aufpassen, dass es hier dann nicht auch zum Abseits wird. Oh, oh, wir machen das hinten viel zu einfach. Wir machen es dem Minnesota Wild viel zu einfach, merken. Oh, das gibt's nicht. Das musst du erstmal verteidigen. Das gibt's nicht. Wir kriegen den Puck nicht über die Linie. Na, kein Torschuss mehr. Oh! Oh! Doch! Da ist er drin. Wow, 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 wow. Da war ich jetzt selber sehr, sehr überrascht. Das habt ihr gemerkt, wie laut ich hier geschrien habe. Sehr, sehr schön. Das war jetzt auch mal ein gutes Spiel generell. Jetzt waren wir mal deutlich mehr im Angriffsdrittel unterwegs. Viele Pässe gespielt. Ja, und so kann man doch auch dann punkten. Man, noch besteht natürlich eine Chance, dass wir hier sowas kommen. Powerplay, wieder 2 Minuten für Minnesota. Ist natürlich ärgerlich. Jetzt nur noch Marcel Gotsch vorne und... Ah! Natürlich war das abseits. Gar nicht drauf geachtet. Christian Ehrhoff wird da umgehauen. Gut verteidigt, sehr schön. So, jetzt. Ah, wieder weggetackelt. Ein Unding. Nein, geh doch hin. Geh doch zum Puck. Du bist ein originaler Vollhorst. Ein originaler Vollhorst. Powerplay ist bald vorbei. Mann, komm schon, geh hin da. Nein. Puck kriegen wir nicht. Wir kriegen den Puck nicht. So, jetzt verteidigen. Jetzt sind wir wieder vollzählig. Nein! Christian Ehrhoff. Nein, setz nicht nach! Puck wieder weg! Und jetzt wieder der Gegenangriff hier. Der Minnesota Wild. Das gibt's nicht. Die zielen gut. So, und 2-5 und das war's wohl. Das war's wohl. Schade. Malkin, Dupuis und Kunis auf dem Eis. Komm schon rüber, hau ihn um, knock ihn doch um. Schön, immer in den Ball, den Puck weggehauen. Das war das erste Mal, verdammt, dass ich heute nicht Puck gesagt habe, sondern Ball. Naja, das ist, glaube ich, noch im Rahmen. Verzögerte Strafe. Jetzt kriegen wir 2 Minuten Powerplay. Aber es sind ja nur noch 50 Sekunden zu spielen. Deswegen hilft uns das auch nicht allzu viel.
Or will there be more? Just wide of the post. Well, this is prime real estate right in front of the goal with the puck. You gotta find. Abseitswarnung, da haben wir nochmal aufgepasst. Slid to Vanek. Moves up the wing. In the attacking zone, puck picked up by Sidney Crosby. Ah, Crosby kriegt da keinen guten Schlag zustande. More time off the clock. Pittsburgh's recoiling here. Glides to the safety behind the net. To Crosby. So Crosby wieder. Sidney Crosby. Right up the side. It's a 2-on-2. What do they do next? Wow, what a glove save. So, kriegt den Puck da nicht ordentlich aufs Tor. 13 Sekunden noch zu spielen. Und das sieht nach der nächsten sehr, sehr bitteren Niederlage für uns aus. Marc-André Fleury sehen wir hier. Yeah, there are several there he'd want to have back, wouldn't he, Ray? Minnesota's got a face-off win. Noch ein Bulli. And yet again, here is Ray Ferraro. Suter's laid the body on all over the place. Ryan Sutter. Like a one-man wrecking crew. Harding's far and away been the best player in this hockey game. He has faced an inordinate amount of shots in this contest. Stop just. Und den Bulli haben wir auch verloren, so, und das war es. Vielleicht noch nicht. Nein. Das war's. So. 2-5. Schade. 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 Aber ändern können wir es jetzt leider auch nicht. Wir müssen dringend mal wieder einen Sieg einfahren. 2 Spiele jetzt in Folge verloren. Das ist nicht das, was wir wollen. Und wie gesagt, seit dem Sieg über die, Sieg über die Stanley Cup Gewinner, die LA Kings, lief hier nicht mehr viel zusammen. Jetzt können wir nur schauen, nächster Gegner, Winnipeg. Woo! Auch wieder Kanada. Kanadisches Team. Und ja, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal. Ist auch eine etwas längere Folge geworden durch die Anfang 10 Minuten mit dem Trade. Wenn ihr eine Lösung habt, warum ihr Leon 3 Seite nicht bei uns ist, dann schreibt es in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich selbstverständlich freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dahin, euer Raphael von GameTesticle.at.